Herzlich willkommen zu Nachgefragt. Heute im Gespräch mit Pastor Ted Wilson, dem Präsidenten der Freikirche der siebenten Tagsadventisten, eine protestantische Freikirche mit weltweit über 20 Millionen Mitgliedern. Elder Wilson, herzlich willkommen bei der Stimme der Hoffnung, beim Hope Channel. Ich freue mich, dass wir über die weltweite Kirche der siebenten Tagsadventisten sprechen können. Diese Kirche besteht weltweit aus, und ich habe es nachgeschaut, über 82.000 Ortsgemeinden, die in über 600 Regionalverwaltungen zusammengefasst sind, die wiederum in 122 Unionen organisiert sind, die schließlich in 13 Divisionen organisiert sind, die von der Generalkonferenz repräsentiert werden, und zwar in 215 Ländern. Die Kirche verbreitet das Evangelium in über 1000 Sprachen, also wirklich eine weltweite Kirche. Was ist der größte Segen, als weltweite Kirche organisiert zu sein? Zunächst einmal, Klaus, ich freue mich hier zu sein bei der Stimme der Hoffnung und was für ein großartiges Werk Gott durch diese Organisationsstruktur vollbringt. Ich muss sagen, sie haben ihre Hausaufgaben gemacht über die weltweite Kirche der Siebenten Tagsadventisten. Eine der größten Segnungen für mich ist, wenn ich sehe, wie der Heilige Geist im Leben der Menschen wirkt, egal ob sie in Myanmar oder in den Niederlanden sind, oder in Japan oder in Argentinien oder in Deutschland. Es ist der gleiche Heilige Geist auf der ganzen Welt und natürlich im gesamten Universum. Christus wirkt durch den Heiligen Geist und er schenkt einen Sinn für Mission und er schenkt auch einen Sinn für die Dringlichkeit im Leben der Menschen, die sich Jesus Christus hingegeben haben im Bewusstsein seiner baldigen Wiederkunft. Wenn ich diese tiefe Hingabe sehe, und das ist wirklich ein sehr demütiger Ansatz. Denn Demut ist heutzutage, ich sage es mal so, eine sehr seltene Ware. Aber wenn Christus die Kontrolle im Leben übernimmt, dann passiert etwas, dass die Menschen bereit sind, etwas zu tun. Ein durch Christus verändertes Leben ist eine der größten Segnungen, die ich überall auf der Welt sehe. Und es ist egal, um welche Kultur es geht. Es ist etwas Fantastisches, das uns mit einem gemeinsamen Glauben aus der Bibel verbindet und der Hoffnung auf die baldige Wiederkunft Christi. Und dieses veränderte Leben eines Individuums ist für mich vielleicht eine der größten Segnungen, die man sehen kann. Abgesehen natürlich von dem Erlösungswerk und der Rechtschaffenheit Jesu Christi. Und das bringt die Veränderung. Das ist spannend, überall auf der Welt. Das heißt also, Glauben kann man erleben und Glaube geht über die Kultur hinaus. Glaube geht weit über die Kultur hinaus. Natürlich ist jeder von uns Teil einer Kultur und wir alle tragen unser kulturelles Gepäck. Manchmal versuchen wir sogar, dem Glauben eine Kultur aufzuerlegen. Aber wenn wir uns wirklich nach der Bibel richten und nach Leitung und Führung fragen, dann führt uns der Heilige Geist in alle Wahrheit. Das heißt nicht in alle Wahrheit für Deutschland, für Italien, für Südafrika oder China. Es bedeutet alle Wahrheit. Punkt. Und das ist eine wunderbare Erfahrung. Denn Glaube geht über die Kultur hinaus. Die Kultur ist natürlich wichtig, um den Menschen zu zeigen, wie sie den Glauben teilen, wie sie ihren Glauben kulturrelevant anderen Menschen weitergeben. Aber es ist wirklich erstaunlich, wenn wir die kulturelle Fassade einmal wegnehmen, dann sehen wir, die Menschen sind überall auf der Welt gleich. Sie sehnen sich danach, einen ort der zugehörigkeit zu haben und mit gott verbunden zu sein in ihrer rolle als präsident der weltweiten kirche der siebenten-tags-adventisten sind sie nicht nur viel gereist sondern sie haben auch in verschiedenen kulturen gelebt und haben diese erfahrung von jugend an gemacht sie wuchsen in kairo ägypten auf und arbeiteten dann in verschiedenen regionen in der welt wie war das für Sie und welche Erfahrung haben Sie gemacht? Wie kann man unterscheiden, was biblisch ist und somit auch ewig und was nur Kultur ist und somit vielleicht auch nur für eine Zeit lang relevant sein kann? Aber nichts, was zum Beispiel jemand aus China tun muss, nur weil er durch jemanden aus den USA zum Glauben gekommen ist. Oder nehmen wir an, dass jemand aus Rumänien durch eine Person aus Südafrika vom Glauben an Christus erfahren hat. Was ist also der richtige Ansatz, um mit den Dingen umzugehen, die nur kulturell bedingt sind, und mit den biblischen und damit ewigen Dingen? Zunächst einmal muss man den Menschen in ihrer Kultur mit Respekt begegnen. Das ist absolut wichtig. Man muss verstehen, dass die Menschen ihre Kultur als wichtig ansehen. Denn die Kultur macht sie zu dem, was sie hinsichtlich ihrer Persönlichkeit und ihren Eigenschaften sind. Aber wenn es um den christlichen Glauben geht, dann ist das Wort Gottes, das natürlich im Wesentlichen in einer Kultur des Mittleren Ostens geschrieben wurde und im Mittelmeerraum entstand, dieses Wort Gottes geht über die Kulturen hinaus. Wenn wir also irgendwelche kulturellen Vorannahmen verstehen und überwinden, die wir vielleicht haben, dann kommen wir zum Kern der Wahrheit. Pilatus zum Beispiel fragte Jesus, was ist Wahrheit? Nun, Wahrheit ist etwas, das wir zunächst einmal ganz grundlegend im Wort Gottes finden, in der Bibel. Mhm. Wir können belegen, dass die Bibel akkurat und wahr und vertrauenswürdig ist. Viele Menschen haben Fragen und ich glaube, einer der Hauptgründe, warum Menschen Fragen haben, ist der, dass sie die Bibel nicht wirklich lesen. Wenn wir die Bibel lesen und anfangen zu verstehen, wie all diese wunderbaren Wahrheiten zusammenkommen, dann hilft uns das, all die kulturellen Dinge zur Seite zu legen, im Gegensatz zu den Dingen, die ewige Wahrheiten sind. Jedoch muss ich sagen, wenn man kulturübergreifend arbeitet, muss man sehr respektvoll damit umgehen, was die Menschen vielleicht auch nur denken, was in dieser Kultur wichtig wäre, auch wenn es nicht notwendigerweise aus der Bibel stammt. Aber wenn es nicht im Widerspruch zum Wort Gottes steht, muss man den kulturellen Aspekt respektieren. Das heißt, es auch erlauben, zulassen und übernehmen denn in der bibel steht nicht du sollst nur brot essen und keinen reis es gibt also so viele dinge die einfach ein ausdruck des menschlichen lebens sind die gefeiert und gefördert werden können es sind ausdrücke der menschlichen individualität aber wie sie schon sagten diese dinge widersprechen dem biblischen oder geistlichen nicht wir sollten sie also den menschen nicht wegnehmen sodass sich alle gleich anziehen oder das gleiche essen oder gleich handeln ich gebe ein kurzes Beispiel dazu. Ich diente in einem Teil der Welt, wo es dazugehörte, wenn man in einer Kirche predigte, und das war in einem sehr heißen Klima, dass man trotzdem ein Jackett tragen musste. Das hatten die Menschen von Missionaren so gelernt. Okay. Ist das biblisch? Nein, es ist nur ein Brauch. Es war etwas, das ihren Respekt ausdrückte. Wenn man in den Gottesdienst geht, soll man Gott gegenüber Respekt zeigen. Auf diese Art und Weise brachten sie zum Ausdruck, das ist uns wichtig. Man würde den Brauch also nicht unbedingt sofort stoppen, denn er hatte für die Menschen eine Bedeutung. Und doch müsste man ihnen dabei helfen zu verstehen, dass Gott das Herz anschaut und nicht nur das Äußere. Man muss vorsichtig sein, wenn es um die Kultur geht, damit die eigenen Vorstellungen und die eigene Meinung über das, was nur Kultur ist und was ewig ist, die Menschen nicht von dem abschreckt, was ewig ist. Man muss also sehr sensibel und vorsichtig sein und die guten Dinge in der Kultur annehmen, die dabei helfen, die Liebe Christi zu verkündigen. Sie sagen also, wenn man jetzt an einen Ort, in einem Land zurückkommt, wo der Glaube vor vielen Jahren oder sogar Jahrhunderten durch christliche Missionare eingeführt wurde, dann ist uns vielleicht nicht bewusst, dass sie damals nicht nur den christlichen Glauben einführten, sondern auch ihre eigene Kultur. Und nun an den Ort zurückgekehrt erkennt man, dass die Menschen vielleicht zu viel übernommen haben. Sie hätten damals vielleicht den Stil ihrer Kleidung nicht ändern müssen. Nun tun diese Menschen die Dinge auf eine bestimmte Art und Weise. Aber sie respektieren dies und sagen den Menschen nicht einfach, das könnt ihr alles weglassen. Sondern es ist Teil dessen geworden, wie sie ihren Glauben leben. Demut und Respekt sind also zwei ganz wichtige Dinge, die in dieser kulturübergreifenden Arbeit, wenn man vom Glauben erzählt, absolut essentiell sind. Können Sie sich vorstellen, dass Jesus an diese kulturelle Komplexität dachte, als er sagte, geht hinaus in alle Welt und erzählt vom Evangelium? Im Neuen Testament wird das nicht besonders umfangreich ausgeführt, aber vielleicht war es ja damals auch selbstverständlich. Christus sagte, ihr werdet es lernen, während ihr es tut. Christus ist natürlich allwissend. Er versteht und weiß alles. Und wie wir schon gesagt haben, geht das Evangelium über die Kultur hinaus. Innerhalb nur einer Generation verbreitete sich der christliche Glaube in der damals bekannten Welt im Mittelmeerraum. Es war eine mächtige Kraft und sie ging über all die Kulturen hinaus, denn sie bezog sich auf den Kern dessen, was man ist, wem gegenüber man verantwortlich ist. Und wer uns geschaffen hat. Heute ist es das Gleiche. Ich glaube, es gibt Millionen von Menschen in der Welt, die unbedingt wissen wollen, warum sie hier sind, woher sie gekommen sind und wohin sie gehen. Die Antworten können in einer Beziehung mit Jesus Christus gefunden werden. Es ist natürlich wichtig, innerhalb einer Kultur zu arbeiten. Ich denke, Jesus hat am meisten kulturübergreifend gewirkt. Er wusste, wie man mit den Menschen umgehen musste, ob sie nun aus einem fremden Land waren oder aus einer anderen Kultur stammten. Er stellte ihnen Fragen, die ins Herz gingen, und er gab einfache Beispiele und Erläuterungen, um das Wichtige zu betonen. Und das an sich ging über die Kultur hinaus. Ich denke, es ist auch für uns wichtig, wenn wir der Welt und unseren Nachbarn das Evangelium weitergeben, dass sie sensibel dafür sind, wie die Menschen die Dinge empfinden, aber dann trotzdem zum Kern der reinen Wahrheit kommen. Und der Heilige Geist wird uns dabei helfen. Wenn wir Gott im Gebet bitten, dass er uns in die Wahrheit führt, wie sicherlich viele unserer Zuhörer im Radio bei der Stimme der Hoffnung und unsere Zuschauer beim Hope Channel es tun, oder diejenigen, die im Internet zuschauen, ich denke, da gibt es tausende Menschen, die zuhören und hoffen, den Kern der Wahrheit zu finden. Und der Herr wird sie führen und ihr Gebet beantworten. Wir haben bisher auf die Kultur und auf ihre Auswirkungen auf den Glauben bzw. ihre Auswirkungen auf die weltweite Glaubensgemeinschaft geblickt. Und nun die Herausforderungen. Sie haben ja am Anfang einige Segnungen erwähnt. Aber welche Herausforderungen für eine weltweite Kirche erleben Sie, während Sie in so vielen Länder reisen? Die Menschen haben natürlich viele Anbetungsstile und Lebensstile, unterschiedliche Sprachen. Und in einigen Religionen gibt es auch einen Mangel an genügend Lehrmaterialien, welche den Menschen helfen würden, in ihrem Glauben und in ihrem Verständnis der Wahrheit zu wachsen. Es gibt nur begrenzte Ressourcen und wenig Bildung. Das sind einige der Herausforderungen, wenn man die weltweite Kirche betrachtet. Sie erwähnten ja, dass die Kirche in ca. 215 Ländern aktiv ist und das in mehreren hundert Sprachen. Wir strecken uns nach den Verlorenen aus, so wie Christus es uns vorgemacht hat. Wir helfen den Menschen in ihrer Bildung, denn das ist so wichtig, dass die Menschen nicht nur theoretisch in ihrem Wissen wachsen, sondern auch praktisch in ihrem geistlichen Leben. Wir helfen den Menschen in ihrem Familienleben, helfen den jungen Menschen, geben Gesundheitsseminare und helfen den Menschen, selbst gesund zu leben und das auch anderen mitzuteilen. Das kann durch Krankenhäuser und Kliniken geschehen, aber noch wichtiger durch einfache Gesundheitsseminare. So kann jemand die Schönheit und die Einfachheit einer guten Gesundheit verstehen. Eine einfache Gesundheitsmaßnahme ist es, genug Wasser zu trinken. Wir haben hier ein Glas Wasser, also können wir auch mal einen Schluck trinken. Machen wir das. Ich glaube, der Körper besteht aus mindestens 70 Prozent Wasser. Und oft trinken die Menschen einfach nicht genug Wasser. Sie haben nicht genug zum Waschen und zum Trinken. Frische Luft, Sport- und Ruhezeiten, gesunde Ernährung, gute Gedanken, schädlichen Dingen fernzubleiben und Gott zu vertrauen das sind einige der einfachen Mittel für Gesundheit. Die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten hilft also den Menschen, diese Dinge zu verstehen, und diese Dinge funktionieren über alle Kulturgrenzen hinweg. Aber wenn wir die Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit und ihre diversen Perspektiven betrachten, dann vereinigt sie dieser einheitliche Grundgedanke, dass Christus unser aller Retter ist und dass er uns seine wunderbare Heilige Schrift gegeben hat die uns in unserem täglichen Leben hilft. Und er hat uns eine Mission gegeben. Oft haben die Menschen so eine Einstellung, ja, ich lebe das christliche Leben und genieße die Vorzüge, ich bin nett zu meinen Nächsten in der Kraft Gottes. Aber es gibt etwas, was über dieses bloße Empfangen hinausgeht. Wenn sie nur empfangen und niemals geben, dann sind sie wie das tote Meer in Palästina. Deshalb ist es tot, nichts kann darin leben, denn es empfängt immer nur und gibt nichts weiter, außer dass etwas Wasser verdunstet. Im christlichen Leben muss es das klassische Beispiel des Recyclings sein, wenn ich es so nennen darf. Man empfängt die Wahrheit und man schenkt die Wahrheit weiter. Und wenn das geschieht, dann bekommt das Leben eine süßere Bedeutung. Und viele der Meinungsunterschiede schmelzen dahin, wenn man dieses gemeinsame Ziel im Auge hat das christliche Leben zu leben und anderen mitzuteilen und in der Kraft Gottes die Menschen auf die Wiederkunft Christi vorzubereiten. Als Siebenden-Tags-Adventisten glauben wir an eine wirkliche, hörbare, sichtbare Wiederkunft Christi. Und wenn er wiederkommt, dann ist es nicht sein Ziel, zu der Zeit ein Königreich auf der Erde zu errichten. Im ersten Thessalonicher Brief steht, dass diejenigen, die in Christus gestorben sind, zuerst auferstehen. Und wir, die wir noch am Leben sind, werden ihnen folgen und dem Herrn begegnen und für immer bei ihm sein. Was für eine mächtige Aussage, wenn Christus sagt, ich werde wiederkommen, um euch nach Hause zu bringen an einen Ort, den ich für euch vorbereite. Und wir werden in den Himmel kommen. Der Himmel ist nicht so ein seltsamer Ort, wo die Menschen auf Wolken herumschweben und Harfe spielen. Vielleicht spielen wir ja dann Harfe, aber es ist ein wunderbarer Ort, den Gott für jeden von uns vorbereitet hat. Das spornt die Menschen an und hilft sie in ihrer Unterschiedlichkeit weltweit zu vereinigen und sich zu fokussieren auf das Ende der großen Kontroverse zwischen Christus und Satan, zwischen Gut und Böse. Eine Zeit, wenn die Menschen ihren Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Sie sagen also, dass das, was die Menschen zusammenführt und eint, ist, sich auf Christus auszurichten und den Heiligen Geist an ihrem Herzen wirken zu lassen. Und das führt nicht zu einer abgeschiedenen und abgehobenen Art und um Weise, seinen christlichen Glauben auszuleben, sondern, wie Sie schon sagten, es ist ein ganz praktischer und ganzheitlicher Ansatz, der Körper, Geist und Seele betrifft. Und auch die Gemeinschaft der Menschen, also die Art, wie die Menschen leben, ihre Bildung und ihre Teilnahme in der Gesellschaft. Ich habe mich Folgendes gefragt: In 215 verschiedenen Ländern leben siebenten Tags Adventisten und sind aktiv in ihren Kirchengemeinden. Und obwohl die Menschen Teil ihrer Glaubensgemeinschaften sind, sind sie auch Bürger in ihrem jeweiligen Land. Das bringt mich zu der Frage, als Bürger eines Landes hat man einen Pass und bestimmte Pflichten und Rechte, aber man gehört gleichzeitig auch zum Reich Gottes. Wie ist diese Beziehung nun zwischen Staat und Religion zu verstehen? In einigen Ländern ist die Situation sicherlich einfach. Es gibt Religionsfreiheit und Gewissensfreiheit und man kann seinen eigenen Glauben ausleben. In anderen Ländern ist das nicht so einfach. Wie gehen Sie damit um oder was schlagen Sie den Christen vor, die dort leben, wo die Beziehung spannungsgeladen ist zwischen Staat und der Religionsgemeinschaft oder dem Glauben einer Person? Zunächst einmal, Klaus, müssen wir Gott dafür danken, für all die Länder, in denen es Religionsfreiheit gibt. Das ist eine großartige Freiheit, die niemand als selbstverständlich ansehen sollte. Und wirklich, in den Ländern, wo es Religionsfreiheit gibt, sollten die Bürger ihren Gesetzgebern und politischen Führern dafür danken. Und auch dafür, dass es religiöse Freiheit gibt, die Glaubens- und Gewissensfreiheit. Also, dass man wählen kann, was man tun möchte, wen man anbeten möchte und wie. Das ist ein wunderbares Geschenk. Aber es gibt viele Länder, wo das nicht so einfach ist. Die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten versucht, die Menschen in solchen Situationen zu unterstützen, indem sie mit Regierungen zusammenarbeitet und so auf die gemeinsam akzeptierten Statuten der Vereinten Nationen hinweist und auf ähnliche Plattformen die persönliche Religionsfreiheit zulassen. Wenn es darum geht, wie man zum Beispiel in einer Situation von Intoleranz reagiert oder wenn die Religionsfreiheit fehlt, dann muss jeder einzelne Mensch in Beziehung mit Gott selbst eine Entscheidung treffen, wie man für die ganz persönlichen Überzeugungen, die man hat, entsprechend der Bibel einsteht. Hier kommen wir wieder zurück auf die Kultur und die Bibel. Wenn in einem bestimmten Land etwas nur eine kulturelle Sache ist, die nicht gegen die Bibel ist, dann sollte man alles tun, so wie Paulus es schon sagte, um so gut es geht, mit allen Menschen in gutem Einvernehmen zu leben. Wenn etwas jedoch im Widerspruch zur Bibel ist und Gottes himmlische Anordnungen abgelehnt werden, dann geht man demütig im Gebet vor Gott. Und muss den staatlichen Behörden gegenüber sagen: Mein Gewissen lässt es nicht zu, dass ich dies oder das tue, gemäß dem Wort Gottes. Die Kirche versucht auf vielfältige Art und Weise, den Gemeindegliedern in solchen Situationen zu helfen. Aber es gibt wirklich weltweit viele Siebenten-Tags-Adventisten und andere christliche Glaubensgemeinschaften, die sehr schwierige Situationen erleben. Hm. Und wir müssen für diese Menschen beten, dass sie stark im Herrn bleiben. Christen, die für die Wahrheit einstehen, auch wenn alles um sie herum zusammenfällt. Menschen, die ihre Pflicht treu erfüllen, weil ihre Kompassnadel auf Christus ausgerichtet ist. Wir müssen Gott bitten, dass er uns die Stärke schenkt, denn wir alle, jeder Einzelne und überall, müssen eines Tages, nämlich am Ende der Zeit, die Entscheidung treffen, auf welcher Seite stehen wir. Auf Gottes Seite oder auf der Seite des Bösen. Der Herr möchte, dass wir dies bedenken und auch unsere Überzeugungen täglich einüben. Aber in einigen Ländern ist das eine Herausforderung und wir tun alles, was wir tun können, um den Menschen dort zu helfen. Kommen wir nun zu Ihren persönlichen Erlebnissen als Präsident einer weltweiten Kirche. Wie erleben Sie Ihre Arbeit bzw. Ihre Berufung, diese Glaubensgemeinschaft zu repräsentieren? Das Reisen, die verschiedenen Kulturen oder vielleicht so kleine Dinge wie seltsame Nahrungsmittel an einem abgelegenen Ort, die Sie vorher noch nie gekostet haben. Oder unterschiedliche Lebensstile. Wie erleben Sie das? Zunächst einmal möchte ich sagen, dass es ein absolutes Privileg ist, in dieser Position wie der meinen zu sein. Und ich verherrliche keinesfalls meine eigenen Fähigkeiten. Denn wir alle bleiben hinter der Herrlichkeit Gottes weit zurück. Wir alle müssen uns jeden Tag neu auf den Herrn verlassen. Ich bete um Weisheit. Ich beanspruche die Bibelstelle aus Jakobus 1, Vers 5 für mich, wo es heißt, Wem es an Weisheit mangelt, der bitte darum. Wenn wir uns auf Gott verlassen, dann stellt Gott uns alles zur Verfügung, was wir benötigen um diese Aufgaben zu erfüllen. Und tausende Menschen beten für mich und für meine Frau und für die Kirche. Das ist ein großer Trost für mich. Das Reisen und die Zeitumstellung, ja, das ist ermüdend. Aber was uns neue Kraft zum Leben gibt, ist, wenn wir den Glauben und die Lebendigkeit in den Menschen weltweit sehen, die eine Beziehung zu Gott haben und auch neue Kulturen zu erleben, unterschiedliche Nahrungsmittel zum Beispiel. Also ich bin ein Vegetarier und als Vegetarier gibt es zahlreiche Nahrungsmittel, die zur Verfügung stehen. Sogar so etwas wie die Durianfrucht. Einige Menschen mögen keine Durianfrüchte. Diese Früchte wachsen in Asien. Aber ich liebe diese Durianfrucht. Mangos sind auch sehr gut. Aber es ist einfach einzigartig, ein weltweites Phänomen der interkulturellen Erfahrung zu erleben mit dem einen Ziel, nämlich Jesus zu loben. Was sind die wichtigsten Aspekte Ihrer Arbeit? Das heißt, das, worauf Sie sich konzentrieren, die Themen, die Ihnen am Herzen liegen, unsere Gemeindeglieder zu inspirieren, dass sie ihre einzigartige Mission im Kontext der Offenbarung verstehen. Die biblischen Bücher Daniel und Offenbarung, also Daniel im Alten Testament und die Offenbarung als letztes Buch der Bibel, diese beiden Bücher sind so wichtig, wenn wir die gegenwärtigen Geschehnisse verstehen wollen und wie wir da reinpassen. Wenn man die wunderbare Position versteht, in die Gott die Kirche am Ende der Zeit gestellt hat, dann beginnt man zu verstehen, wie alles auf faszinierende Art und Weise zusammenpasst. Ich versuche also unsere Gemeindeglieder daran zu erinnern, dass Gott uns eine einzigartige Botschaft geschenkt hat, eine einzigartige Mission und dass wir ein einzigartiges Volk sind, um die Botschaft der drei Engel aus Offenbarung 14 weiterzuerzählen, damit sich die Menschen wieder der wahren Anbetung Gottes zuwenden. Dies sagt uns Gott, der die Erde geschaffen hat und der wiederkommen wird, um uns nach Hause in den Himmel zu führen. Wenn wir verstehen, dass wir uns nicht ablenken lassen dürfen von Nebensächlichkeiten, von falschen Vorstellungen darüber, was wahre Geistlichkeit ist, dann wird das wieder wirklich bedeutungsvoll. Es geht also darum, dass die Gemeindeglieder diese große Vision im Auge behalten. Ich versuche außerdem, ihnen zu helfen, dass sie das Gesamtbild sehen und ihre Rolle darin, dass jeder von uns ein Teil eines dynamischen Handelns sein kann. Meine Aufgabe ist es also, die große Vision deutlich zu machen und unseren Gemeindegliedern zu helfen, dass sie an dieser weltweiten Bewegung teilhaben und erkennen, dass sie auch ein Teil dieser enormen Missionsbewegung sein können. Natürlich arbeite ich auch in Ausschüssen und bin in solchen Strukturen involviert, aber wir müssen immer wieder an diese enorme Mission denken, wie Gott uns in unsere Hände anvertraut hat. Es ist also das Gesamtbild eines liebenden Schöpfers und liebenden Retters, der will, dass jeder Mensch, jeder von uns an dieser großartigen Vision teilhat. Ich konnte sehen, ich konnte förmlich sehen, wie ihre Augen strahlten, als sie mir davon erzählt haben. Wenn Sie jemand davon erzählen, dann macht das etwas mit ihnen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich schätze es, dass Sie uns von Ihrem Dienst erzählt haben und Ihre Erfahrung mit uns geteilt haben. Liebe Zuschauer, herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitgehen. Ich hoffe, dass es Sie genauso wie mich begeistert hat zu sehen, wie der Geist Gottes, wie die Liebe Christi oder die Liebe Gottes Menschen weltweit vereinen kann. Unabhängig von Kultur, von Hintergrund, von persönlicher Biografie, seine Liebe bringt die Menschen zusammen. Viel Freude Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Gott mit Ihnen.